Herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Und heute schauen wir uns mal Sentient an, was ein sehr experimentelles, psychologisches, stranges Horror-Game sein soll, was anscheinend ein bisschen auf die menschliche Psyche und sowas eingeht. Und sowas machen wir natürlich sehr gerne, weil das verstört uns auf lange Sicht und die ganze Nacht und wir können nicht mehr schlafen und denken über unser Leben nach und unseren Platz im Universum und den Zweck in dieser großen Simulation dieser Welt. Wunderschön. Okay, springen wir rein. Und werden wahrscheinlich sehr verstört, da bin ich sehr gespannt drauf. Okay. I zum Interagieren, linke Maustaste zum Halten, rechts zum Werfen. Basic also. Und wie ich es mitbekommen habe, hat das Spiel einen ziemlich heftigen Style. Also es scheint unglaublich gut auszusehen. Ich sehe nichts. Hello? Former. Fick ist mit der Auflösung. Bei mir ist die ganz normal rechteckig. 4 zu 3, glaube ich. Okay, kann ich das ändern? Nein, kann ich nicht. Das soll anscheinend so sein. God damn, das Spiel sieht großartig aus. Oh. Fuck. Okay. Kannst du bitte wieder rausrollen? Ich will da nicht rein müssen. What? Kollege, ich weiß nicht, was das bedeutet. Hallo. Good morning. Kann ich den Ball wieder nehmen? Ich will's lesen. Was? Ich soll in der Ecke stehen? Okay. Du kennst die Regeln, fangen wir an. Aufgabe 4005. Nimm den Ball und werf ihn. Okay. Lesen. Okay, ich soll den Ball hier in die Ecke legen und dann schlafen. Das ist meine Schlafecke anscheinend. Der Ball springt überraschend realistisch. Hallo. Gut gemacht. Okay. Goddammit, okay. Kann ich ein Essen einfach? Aufgabe 4006. Meinst du den Ball? Ach du Scheiße, okay. Nach links werfen heißt ja. Was steht da? Gefällt dir der Keks? Ja, guter Keks. Dankeschön. Fühlst du deinen Körper? Nein. Dein Körper gehört dir nicht mehr. Ne? Fühlst du dich gefangen? Ja? Bist du dir deiner selbst bewusst? Ja? Hast du ohne einen Körper Angst?
Ja, hat das was mit künstlicher Intelligenz oder so zu tun? Das spielt alles sehr in die Richtung ab irgendwie. Existierst du ohne einen Körper? Ja. Hat es nicht gezählt? Ja. Du bist dieser Raum. Bin ich nur ein Computer oder sowas? Ich hatte anscheinend mit dem Intro relativ recht gehabt. Ist eine Realität eine Simulation? Okay, jetzt werden wir Elon Musk sehr deep hier. Möglich. Kann sein. Es ist nicht auszuschließen. Ich sag mal ja, weil ich habe das Gefühl, das Spiel geht sehr in eine KI-Richtung. Alle Fragen sind jetzt in die Richtung abgespielt. Dein Leben ist nicht echt. Realität ist eine Simulation. Du bist weniger wert als ein leckerer Keks. Krieg ich einen? Ja. Zeit zu entspannen. Du kannst dich mit deinem Spielzeug beschäftigen. Dammit, Alter. Okay, mach ich. Tschüss, Ball. Hallo, Ball. Okay, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich mal wieder möglicherweise die Story vorher erkannt habe. Das macht so ein bisschen. Was, Möwen? Warum nicht Möwen? Warum sieht das Spiel grafisch so geil aus? Sind es einfach die Vignetten-Effekte wahrscheinlich schon, oder? Sind Texturen wirklich so gut? Es geht, glaube ich. Ich glaube, es sind einfach die Effekte, die es wirklich krass aussehen lassen. Okay. Okay, Chef. Ich soll den Ball nicht mehr berühren. Aufgabe 4007. Okay. Den Ball soll ich hier machen. Und ich soll nach rechts gucken. Soll ich mich da rein dran stellen, wirklich? Nein. So, meine Augen schließen. Ich schummel nicht. Wirklich nicht. Don't worry. Mittig? Oh! Okay. Allein der Fakt, dass ich gerade wirklich 10 Minuten lang in der scheiß Zelle rumgelaufen bin und ich wusste, was ich machen soll, macht es mir viel unheimlicher. Ich mache den Sound echt mal ein bisschen lauter. Ich glaube, das Spiel ist super atmosphärisch. Was sehe ich da? Fuck ist das? Ich habe keine Ahnung. Ein Typ, der auf den Knien sitzt mit den Armen nach vorne? Glaube ich. Geht hier ab. Deine Augen. Grüße deinen Nachbarn. Er hat immer Hunger. Hier ist ein Keks. Okay. Wer ist mein Nachbar? Soll ich den füttern? What the fuck? Okay, da ist ein Affe auf der anderen Seite. Schätze ich?
任务编号 4008 在房间里转三圈 向左转 What the fuck? Okay, ich soll drei Runden im Kreis laufen. Okay, Chef. Ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, wer ich bin. Aber anscheinend werden mir irgendwelche Aufgaben durchgeführt. Ich scheint irgendein Testobjekt zu sein, in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob die Leute, die mich halten, böse sind oder gut sind. Okay. Einer kriegt er, einer krieg ich. Teil die auf. Der Bildschirm wackelt, wenn ich kaue. Ist ein cooles Detail. Vor allem immer genau da, wenn ein Kaugeräusch kommt. Not bad. Okay. Sehr gut. Ich habe übrigens eben was rausgefunden. Ich kann den Ball mit sehr hoher Ge Oh! Calculated, boys. Easy peasy. Oh, smiley face. Das ist ja schön. What? Warum ist meine Maus jetzt so schwammig? Eben war es noch nicht. Ich soll in der Ecke vom Raum stehen. Was soll ich machen? Soll ich hier hin und her laufen oder was? Ich weiß nicht genau, was meine Aufgabe ist. Ah! Ich soll mich einfach drehen. Ach, deswegen ist die Maus so schwammig, damit es nicht so bescheuert aussieht, oder? Oh Gott, ey. Okay. Oh, mir wird echt schwindelig. Holy shit! Das Spiel ist großartig. Okay. Oh Gott, Alter. Okay, mir ist selbst ein bisschen schwindelig. Okay, ich gebe ganz sicher ein Dankeschön, den will ich aufheben. Ich will nämlich ihm geben. Kann ich den nicht irgendwie reinwerfen, tiefer? Hier, nimm die Kekse. Die sind für dich. Okay. Ich habe das Gefühl, ich brauche gar kein Essen. Soll ich ein Essen? Nee. Okay. What the fuck, man? Okay, wo ist denn der Ball? Oh. Das hätte schon ein bisschen was IT-mäßiges, ne? Willst du nicht zurückgeben oder so? Monkey? Mein Affenfreund? Er kriegt drüben die gleichen Aufgaben wie ich? What the fuck? Okay. Ich habe schon eine Theorie, aber ich will ein bisschen warten, bis wir soweit sind. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß, was wir sind. Ich glaube, ich weiß, was der Test ist. Aber ich warte noch ein bisschen ab. Wirfst du mal zurück oder war es das jetzt? Ich will auch nicht zu nah an das Loch eigentlich. What? What? Von wo kam der? Das Spiel ist sehr, 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 sehr strange. Und das finde ich großartig. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es sehr gruselig finde. Oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr komisch. Hopp. Wie lange soll ich das jetzt machen? Okay.
komm. Latte, ernsthaft? Hopp. Okay, ich kann so nicht werfen. Ich muss wirklich so rollen. Sehr gut. Hey, komm. Zurück mit dem Ball. Okay, fuck it. Ich renne noch ein bisschen hin und her. Ich mache einfach die Aufgaben, die ihr wollt. Dann kriege ich vielleicht noch einen Keks. Und dann bin ich zufrieden. Wenn ihr zufrieden seid, kriege ich meine Kekse. Dann bin ich zufrieden. Meine Theorie ist übrigens, dass ich das. Okay, Moment. Kann ich mal einfach abgeben? Ich glaube, ich bin das Bewusstsein von dem Affen. Ich glaube, die haben in irgendeinem Experiment geschafft, das Bewusstsein oder halt die Seele von dem Lebewesen zu spalten mit dem Körper. Und die wollen testen, welcher Teil wie reagiert, glaube ich. Ich glaube, mein Nachbar bin einfach ich. Ich glaube, ich bin ein Affe. Also ich bin die Seele von einem Affen, das Bewusstsein. Kann ich sie abgeben einfach? Okay, ich muss ihn, glaube ich, essen. Macht der Keks dich glücklich? Okay, jetzt wahrscheinlich fragen, welcher Teil vom Körper glücklich sein kann oder sowas. Machst du gerne andere glücklicher? Ich habe deswegen ja die Sachen geshared. Würdest du gerne ein leckerer Keks werden? Ob ich lebendig sein will, ist wahrscheinlich die Frage. Du wirst ein Keks werden. What? 事实后放松, Zeit zu entspannen. Kannst dich mit deinem Spielzeug beschäftigen. Danke. Ist doch ein schöner Tag, Freunde. Goddammit, das ist ein seltsames Spiel. Das ist mal verstörend auf eine ganz andere Art. Das ist Soma-Level verstörend, weil es halt tiefe psychologische Fragen irgendwie beinhaltet. Das so zu beantworten. Interessanter Shit. Okay. Ich werfe ein bisschen Bälle rum. Oh! Trickshots? Okay. Nett zu dir. What the fuck? Nee? Der kann hier einfach durchlaufen? Eure Tests sind nicht sonderlich sicher. Aber gut. Dann leg ich mich mal hier hin. Was steht da? Was? Please God protect my soul. Ach du Scheiße. Oder? Ich glaube schon. Das war's. Heilige Scheiße. Okay. Playable Teaser. Oh Gott. Okay, es kommt eine längere Version davon raus. God damn it. Das gefällt mir richtig gut. Das könnte eine modernere, neue, krasse, wirklich gruselige Version von, wie hieß es? Presentable Liberty werden. I like it. Das gefällt mir sehr gut. Das ist hochverstörend. Das ist richtig heftig verstörend und sehr, sehr, sehr gut. Okay. Schreibt dazu mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es extrem interessant. Ich weiß nicht, ob meine Theorie stimmt, aber ich glaube, es ist irgendwas in der Richtung. Ich glaube, wir sind der abgesplittene Teil von dem Affen, das Bewusstsein, das, was übrig bleibt.
Ist ja die Frage, ist es dann böse? Das sind wahrscheinlich dann die reinen Instinkte, um am Leben zu bleiben, bleiben dann wahrscheinlich übrig, wenn wir das Bewusstsein und der Teil sind, der sich wirklich entscheiden kann. I don't know, vielleicht sind wir was anderes. Aber ich meine, vielleicht waren vorher andere Menschen da. Vielleicht haben sie vorher Tests mit Menschen gemacht und die haben das da hingeschrieben. Please God protect my soul oder was immer da stand. Alter, okay, hartes Spiel, sehr interessant. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde es großartig. Und ich bin sehr gespannt, dazu meine Vollversion irgendwann rauskommt. Aber gut, das war sentient. Das war gruselig, auf eine sehr strange Art. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen zu einem weiteren Video. Euer Cropped. Bye bye.